Unternehmung. Also jetzt ja, im Fall ist das sicher irgendwie später mal eine spannende Anwendung im Bereich Pflanzenproduktion, Gemüseproduktion, wo man dann alternative Möglichkeiten könnte einsetzen. Fangen wir vielleicht mal kurz an, eben was die Schwarz AG eigentlich für ein Unternehmen ist und was produziert ihr eigentlich lokal hier? Also Max Schwarz AG ist ein Unternehmen, das fest in der Landwirtschaft verwurzelt ist, wo in den 30er Jahren entstanden ist. 1929 ist es gegründet worden. Gestartet hat man mit Gemüseanbau und in den letzten Jahrzehnten sind noch weitere Unternehmensbereiche dazugekommen, wobei Gemüsebau immer noch das größte Standbein ist, aber auch Jungpflanzen produziert für professionelle Gemüsegärten und dann aber auch im Hobbybereich für Detailhändler. Dann gibt es noch einen Bereich, der in Gastronomie liefert, primär Engro. Und dann gehört auch noch ein Gartenzentrum zu der ganzen Unternehmensgruppe und noch weitere Geschäftsaktivitäten, unter anderem auch noch eine Firma aus Frankreich, die dann zu der Gruppe gehört. Das ist so grob zusammengefasst, da, wo Max Schwarz AG macht. Was noch wichtig zu erwähnen ist, neben dem Max Schwarz AG gibt es noch einen biologisch produzierenden Gemüsebaubetrieb. Das ist Max Schwarz Zurkinden Biogemüsebau. Also es sind zwei separate Betriebe, einen konventionellen und einen biologisch produzierenden Gemüsebaubetrieb. Also wenn man jetzt auf die momentane Diskussion mit den GMOs und synthetischen Pestiziden schaut, auch mit der Umfrage, also ihr benutzt synthetische Pestizide? Genau, also im konventionellen Betrieb werden die eingesetzt, ja. Okay. Und eben so Pathogene und Schädlinge, machen die da irgendwas dagegen beim Bioanbau, oder? Ja klar, also dort wird sicher auch gespritzt, wird auch intensiv produziert. Bio heisst bei uns nicht, dass das ganz eine extensive Produktion ist, weil die Anforderungen an das Biogemüse sind eigentlich die gleichen wie an das konventionelle Gemüse. Das muss wirklich einwandfrei im Ladenregal landen. Mhm. Und durch das ist es einfach nötig, dass man auch dort Insektizide einsetzt, Fungizide einsetzt. Natürlich keine synthetischen, die sind nicht erlaubt im biologischen Anbau, aber die natürlichen Pflanzenschutzmittel sind jetzt sicher auch ein grosses Thema bei uns. Ja. Okay. In den letzten so 10, 20 Jahren gab es ja ein bisschen Veränderungen vom Klima, von Biodiversität und sowas. Merken Sie da einen Unterschied, vor allem beim biologischen Anbau, dass es schwieriger geworden ist oder ob sich Veränderungen gegeben hat? Ja, ich denke, man kann sagen, auch bei der konventionellen Produktion ist das schon eher anspruchsvoll geworden. Also wir haben sicher gewisse Sachen, gewisse neue Schädlinge, neue Probleme durch den Klimawandel. Da gibt es immer Veränderungen, da gibt es aber schon die letzten Jahre eher häufig von neuen Schädlingen, die sich durch das wärmere Wetter auch ansiedeln können. Diese Probleme hat man aber sowohl im biologischen wie auch im konventionellen Anbau. Da kann man jetzt nicht zwingend sagen, dass das nur das eine oder andere betrifft. Spüren Sie eher Druck von der Gesellschaft, von der Anforderung von den Konsumenten? Oder eher von der Legislatur, dass die sehr recht eingeengt werden von der Benutzung von Pestiziden und von den Produkten, die sie benutzen? Ja, ich denke, es ist schlussendlich eine Kettenreaktion. Also es ist, denke ich, immer gesellschaftlich Druck, wo etwas in Bewegung gesetzt und dann schlussendlich über die Legislatur Änderungen kommen. Das, denke ich, ist dann die Basis, also dass wirklich die Bevölkerung mehr auf das schaut, mehr sensibilisiert ist und dort auch mehr Druck macht. Und irgendwann ist, ja, endet das dann mit strengeren Gesetzen und so weiter, mehr Einschränkungen. Und jetzt einfach eine hypothetische Frage, was für Sie müsste passieren oder möglich sein, damit man synthetische Pestizide ganz loswerden kann? Also sehen Sie da irgendwann eine Möglichkeit in der näheren Zukunft oder eher nicht? Also gerade in den nächsten paar Jahren nicht, das geht echt viel zu schnell. Da braucht es verschiedene Ansätze, dass man das könnte ohne synthetische Pflanzenschutzmittel machen. Wichtig wäre sicher mal, oder ist Pflanzenzüchtung, das ist häufig genannt und dort arbeiten wir auch intensiv daran. Ist dann auch die Frage, was einmal mit alternativen Methoden noch wird möglich sein, wo man im Moment keinen Spielraum hat. Zum Beispiel das Genomediting, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Mhm. Aber was man auch klar muss sagen, mit dem Wegfall von Pflanzenschutzmitteln, von synthetischen, denke, muss man immer irgendwie noch Konsequenzen auch, muss man sich dann bewusst sein, oder auch Konsumenten und Konsumentinnen, dass die Preise sich eher steigen, dass die Qualität der Produkte nicht mehr ganz so gleich bleiben wird, denke ich. Und das, ja, ist dann so ein grosses Thema. Da kann man dann nicht einfach nur die Landwirtschaft anschauen,
zum Durchdenken. Dann muss man die ganzen Konsumtrends dann auch dazu nehmen und die Bevölkerung aufklären und wirklich auch sensibilisieren, dass der Mehraufwand in der Produktion nicht einfach durch die Landwirtschaft allein gedeckt werden kann, sondern dass da auch noch die Konsumenten etwas mittragen. Jetzt haben Sie gerade schon die GMOs oder GVOs angesprochen. Sind Sie als Unternehmen grundsätzlich dafür oder dagegen? Ich persönlich finde, Gentech geht mir zu weit. Dort ist man einfach, da hat man zu viel in Dunkelheit, zu viele Unbekannte. Und mit dem Genome-Editing, also mit den CRISPR-Cas-Möglichkeiten, sehe ich eher Chancen, dass das auch mal irgendeinisch umsetzbar oder machbar ist in der Schweiz rechtlich. Und vor allem einfach auch die Vorteile, die man hat, das genaue Ändern von Gen, ohne dass man x andere Sachen muss anpassen oder irgendwie Risiken eingeht, dass sich die ganze Organismen sonst auch noch verändert. Also ich bin dann eher offen für diese Variante, aber nicht für Gentech per se. Und jetzt allgemein, also unabhängig von Ihrer persönlichen Meinung, wie sehen Sie die nächsten 10, 20 Jahre ablaufen? Werden moderne Ansätze wie Biotechnologie oder genetisch veränderte Organismen erlaubt in der Schweiz? Oder sehen Sie das eher nicht so? Ja, ich erhoffe mir, dass die schwächere Variante, wie zum Beispiel das CRISPR-Cas, dass das wirklich dann irgendwann kommt. Gentech bin ich eigentlich fest davon überzeugt, das wird in der Schweiz auch die nächsten 10, 15 Jahre wahrscheinlich kein Thema sein. Dort ist das halt einfach auch in der Bevölkerung, glaube ich, wirklich stark verankert, dass man das nicht will. Und ich kann das auch nachvollziehen. Aber mit dem CRISPR-Cas, glaube ich, sehe ich eine Chance. Aber das, denke ich, kann ja nicht die Schweiz isoliert für sich alleine machen. Das müsste sicher auch Europa wird dann so stattfinden, dass da mehrere Länder dann den Schritt machen. Genau, Sie als Unternehmen involvieren sich ja auch in Forschung und Startups, wie oder auch unser Projekt. Mhm. Nach was schauen Sie da bei den Projekten? Ja, es sollte sicher im Einklang sein mit unserem Unternehmensziel, dass man in dem Bereich Nachhaltigkeit oder einfach mit Innovation irgendetwas bewegen kann. Und sicher ist auch immer der Hintergedanke, dass man schlussendlich einen Nutzen daraus ziehen für die Unternehmung. Also jetzt in eurem Fall ist das sicher irgendwie später mal eine spannende Anwendung im Bereich Pflanzenproduktion, Gemüseproduktion, wo man dann alternative Möglichkeiten könnte einsetzen könnte. Allgemein von den Unternehmen her wieder, also welche sind für Sie attraktiv da zu investieren? Suchen Sie eher nach Grundlagenforschung oder suchen Sie wirklich Sachen, die Sie dann selber anwenden können als Produkt? Ja, genau, das sind eher dann die, die du zuletzt genannt hast. Also Grundlagenforschung ist eigentlich weniger unser Business. Das passt doch nicht zu unserem Unternehmen. Wir sind ja nachher in der Produktion tätig und durch das ist es sicher dann interessanter, wenn wir können in Startups oder in Projekte investieren, wo wirklich auch schon sehr nah dann an der Produktion dran sind oder dann am, ja. Allgemein zu den Produkten, die Sie benutzen, wie schätzen Sie ab, welche Produkte Sie benutzen? Hat es einen bestimmten Effizienzgrad, den Sie irgendwie austesten oder auch nachdem Sie schauen und auch nach Preislage? Nach was schauen Sie da als Unternehmen? Ja, es gibt ja sicher mal die Liste der bewilligten Pflanzenschutzmittel vom BLW, vom Bundesamt für Landwirtschaft, die für uns maßgebend ist oder für alle, die in der Schweiz die Landwirtschaft betreiben. Das ist die Basis und dann schaut man natürlich, welche Produkte das die beste Wirkung haben und sicher noch auch der Preis stimmt. Wir gehen eigentlich immer davon aus, die Mittel, die auf dieser Liste sind, die bewilligt sind, dass die, auch wenn man sie so anwendet, wie es vorgeschrieben ist, dass das für die Umwelt verträglich ist, wie auch für den Anwender. Das wird ja dort auch sehr streng geprüft und dort da ist dann das nicht mehr in unserer Kompetenz, um nachher die Mittel so aussuchen. Jetzt zum Beispiel ein spezifisches Beispiel für unser Produkt, also nach was für eine Effizienz würden Sie da schauen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn wir das Produkt anwenden, sehen wir 10% höhere Ernte. Haben Sie da bestimmte Bereiche, wo Sie sagen, okay, ab 10-20% lohnt sich's oder eher weniger oder nach was schauen Sie da? Also mit Zahlen zu arbeiten ist sehr, sehr schwierig, denke ich jetzt gerade so. Vorgaben gibt es natürlich nicht, dass man so Produkte aussucht. Mhm. Wenn jetzt jemand kommt und uns 10% mehr Ertrag verspricht mit einem Produkt, dann tönt das sehr schön und wenn es dann wirklich so ist, ist das super. Mhm. Es ist einfach heutzutage eher so umgekehrt eigentlich der Fall, dass man wegkommt von diesen Mittel, wo man wirklich sagen kann, das hat die und die Wirkung klar auf den und den Organismus, sondern man arbeitet viel mehr mit Teilwirkungen, mit natürlichen Mitteln, die Pflanzen zum Teil stärken. Das wird viel mehr noch in die Richtung gehen in Zukunft und eben weg von diesen, ich sage jetzt mal, ein bisschen radikaleren Varianten, wo man einfach ein Mittel gegen einen Erreger einsetzt. Und ja,
Also eben dort irgendwie etwas mit Zahlen auszeigen, das ist nie, also ist, denke ich, nicht praktikabel in der Landwirtschaft. Okay, super. Das wären all meine Fragen gewesen. Okay. Dankeschön. Ja, merci. Jetzt. Das ist Nüssli-Salat.